Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Wir sind immer noch kurz vor Hochrotgar und wollen nun endlich mal unsere Hauptquest abschließen. Unser Kollege Helm steht hier immer noch Feendal. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was uns erwartet. Ich kann mir jetzt grob an sich an noch gar nichts so wirklich vorstellen. Okay. Ah, seht ihr auch schon? Ja, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber ich habe die Grafik ein bisschen aufgebohrt. Man kann in der INI-Datei ein paar Sachen ändern, dass die Grafik noch ein bisschen schicker aussieht. Und das tut sie. Also echt nicht schlecht. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ihr nennt mich Drachenblut. Was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Fuß! Yeah! Yeah! Okay. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrotgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt okay. Mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wer seid ihr und was ist das hier bitte für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrotgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Also, ich gehe jetzt einfach mal nach und nach alles runter. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Okay. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Okay. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid? Das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrotgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Okay, Meister, ich bin jetzt bereit zu lernen. Von meiner Seite aus sind keine Fragen mehr offen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Meister. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Natürlich. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Okay. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Wie geil! Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Wie geil ist das denn bitte? Boah, komm. Hä? Ah, hier. So. Gleichgewicht, unerbittliche Macht. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie.
Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Ja, das haben wir schon gemacht. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Okay. Das Geist, wir kriegen jetzt noch eine Seele. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tunnel meistern könnt. Warte, jetzt möchte ich erstmal was gucken. Demonstriere deinen Schrei, unerbittliche Macht. Okay. Fuß! Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ja. Fuß! Yeah! Komm. Mach doch! Oh Mann, das war jetzt blöd. Scheint das Vieh hier nochmal? Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Hier, wie mache ich das jetzt? Mal gucken, Magie. Schreie. Unerbittliche Macht. Deine Stimme ist unzugänglich. Ach, ungezügelte Energien stößt alles in jeden zu. Ja, das habe ich ja. Ja, ja, ausgerüstet ist es, ist auch alles gut. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Ja, aber wie? Soll ich einfach gedrückt halten? Ah, jetzt. Ah, einfach Y ein bisschen länger gedrückt halten. Dann bündelt er das, okay. Er ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, sage ich mal, weil... Gemacht. Wieder einmal. Ja, natürlich. Weil ich das jetzt dreimal machen muss. Komm. Alles klar. Ah, ist schon ordentlich geil. Ich meine, wir haben jetzt sogar noch eine Seele von ihm bekommen. Und wir haben immer noch eine Seele frei. Das ist mega, mega genial. Komm. Bam. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Ja. Was soll ich jetzt machen? Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. So, folgen wir ihm mal. Lerne das Wort der Macht Bori. Okay. Werden wir hier noch mit ganz vielen Sachen zugeschüttet, mehr oder weniger. Hier kann man sich gleich auch nochmal ein bisschen durch die Gegend schleichen. Das sieht ja schon ordentlich geil aus. Ja, komm hier. Gehe ich ihm einfach mal im normalen Tempo hinterher, damit ich nicht immer bremsen muss. Aber ist schon ordentlich geil. Wir haben ihn jetzt auf der zweiten Stufe. Ah, schockt schon. Vor allem ist es ja irgendwo auch eine Schockwelle, ne? Also hier, Zweideutigkeit. Wird an den Tag gelegt. Genial. Sprinten geht so, ne? Ja, das hat mir gestern jemand per Nachricht gesagt, wie man sprinten kann. Ja! Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Okay. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wuld. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Wort der Macht gelernt. Wirbelwind. Geht zu Meister Bo. Wirbelwind sprint. Er wird sein Wissen über Wuld mit euch teilen. Ja, bin ich doch. Hier, komm, hau mal einen raus. Die anderen sprechen. Ihre Stimmen sind zu nett. Ihr könntet sie nicht erfahren. Okay. Jetzt muss ich den ja erstmal ausrüsten. Das ist ja klar. Schrei. Ich meine, Wirbelwind. Der Tuum rast voran und reißt dich mit sich, mit der Geschwindigkeit eines Sturmwindes. Oh, ist auch schon wieder so übertrieben geil. Auch gleich mal Favorit hinzufügen, so. Wenn ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Also, gehe ich ihm wieder normal hinterher. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Ihr soll er aber machen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori. Max. Und okay.
Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Ja, ich, ne? Mach auf den Lachs. Und dann geht's los. Oh, wie geil. Oh, die soll mir mal noch richtig viel beibringen. Ich finde das richtig geil. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ja, das ist ja klar. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Oh, hoffentlich noch was. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus seinem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay, Ustengraf? Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. Ja, gut. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Ja, ist doch geil. So, was kann ich denn noch fragen? Ach ja, es gibt wirklich nur 4 von euch? 5. Oh. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Ja, ist mir hier alles ein bisschen zu melancholisch. Wann kann ich denn euren Anführer treffen? Habt ihr da irgendeine kleine Information für mich? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Okay. Was gibt hier denn sonst noch? Warum kehren die Drachen zurück? Hat das vielleicht etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Okay. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Ja, hoffentlich. Ja, das ist doch jetzt alles erstmal egal. Atem und Konzentration. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Einmal gucken. J. So. Hä? Das habe ich jetzt. Ah, oh Gott, da hinten. Jetzt geht das ja wieder los. Ja gut, der Vermisste, das ist auch da hinten, oder? Das ist noch weiter weg. Verschiedenes. Das Familienschwert, das war hier in der Stadt. Ja, das reicht doch erstmal. Gehe ich erstmal zurück in die Stadt und werde mich, denke ich mal, da direkt hin teleportieren. Aber vorher will ich hier noch alles ein ganz kleines bisschen erkunden. Vielleicht gibt es hier irgendetwas Besonderes oder Verstecktes. Okay. Sieht hier aus wie so ein... Oh, alles stehlen, 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 stehlen. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, ist ja klar. Wir sind ja Leute, die von einer... Also die loyal sind. Wir bestehlen niemanden, wir bestechen niemanden. Ab und zu, wenn wir es vielleicht mal brauchen, wird ein bisschen Taschendiebstahl benutzt. Aber sollte es denn eigentlich auch gewesen sein? So, ja, hier scheint alles nichts Tolles zu sein. Alles, was ich berühren würde, würde ich stehlen. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen.
Ah, sieht hier schon ordentlich geil aus. Also ich finde es richtig genial. Was ist das? Lesen. Ah, schade. Also mich haben auch schon Leute gefragt, ob ich ein Let's Read machen möchte. Das heißt, Bücher, die ich einsammle, die wirklich viel Text haben, euch vorzulesen, damit wir mehr über den Hintergrund allem erfahren und vielleicht auch die ein oder andere Information an den Tag bringen. Und da geht die Frage natürlich direkt an euch. Was würdet ihr von einem Let's Read halten? Soll ich das machen? Soll ich es nicht machen? Möglich ist es natürlich. Da müsste ich halt alle möglichen Bücher einsammeln. Und was gibt es noch für eine Möglichkeit? Genau. Na, ich wollte noch was ganz, ganz anderes fragen. Ich habe jetzt die letzten 3 Videos, 4 Videos in Full HD hochgeladen. Soll ich es weiter in Full HD hochladen oder reicht 720p? Die Frage ist nämlich entscheidend, weil je nachdem kann ich natürlich mehr Videos hochladen. Ist ja logisch, Full HD, die Videos sind wesentlich größer. Ich finde nicht bei YouTube den Unterschied nicht... ich vergleiche es jetzt einfach mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis, also der Preis ist in dem Fall die Renderzeit und die Hochladezeit. Ich meine, es dauert ja nicht alles unbedingt lange, aber im Verhältnis zwischen der Renderzeit und der Hochladezeit ist meiner Meinung nach 1080p, also Full HD, von der Qualität her nicht so überzeugend. Der Unterschied ist mir einfach zu marginal. Bei 720p sieht es dann ja schon ein bisschen anders aus. Da kann ich relativ schnell rendern, relativ viel und auch schnell hochladen, ohne mir da großartig Sorgen zu machen. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Wollt ihr Full HD, dann kriegt ihr Full HD. Wollt ihr 720p, dann kriegt ihr 720p. Das ist einzig und allein euch überlassen. Und natürlich auch je nachdem, was ihr für eine Internetleitung habt. Weil wenn jetzt die meisten nur eine 2000er, 3000er DSL-Leitung haben, dann lädt ja mal so ein Full-HD-Video nicht gerade kurz. Aber warum gehe ich eigentlich? Ich kann mich doch hier auch direkt zurück teleportieren, sage ich mal, oder schnell reisen. Aber ich will jetzt erstmal noch flussweit, weil ich habe gerade einen richtig, richtig genialen Einfall. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, ob das klappt. Es wäre auf jeden Fall richtig geil. So, das sehen wir auch nicht mehr in diesem Video. Somit sehen wir uns erst wieder im nächsten Teil.